Leute, der Sommer ist wieder da und mit ihm natürlich auch wieder dieser Bad Boy hier, die Melone. Und wir schauen uns heute mal an, wie ihr diesen riesigen Koloss mit ein paar kleinen Handschnitten zu einem perfekten kalorienarmen Snack für zwischendurch machen könnt. Und los geht's. So, als erstes brauchen wir ein großes Messer und vierteln die Melone. So, jetzt haben wir das Viertel und jetzt nehmen wir die Kerne aus der Melone. Dafür könnt ihr so einen Teelöffel mit einem langen Stiel nehmen oder ein Messer oder je nachdem, was euch gut passt. Und wir nehmen die Kerne raus. So, schön. Ein noch. Die verstecken sich manchmal ein bisschen. So, dann einen letzten. Okay, dann hier noch ein paar. Haben sich noch versteckt. Und dann haben wir es auch gleich. Das kann doch nicht fucking wahr sein, ey. Das ist doch. Was ist denn da los? Okay, Stück noch, Stück. Und stopp. Okay, gut. So, und in handliche Stücke geschnitten ist der Sommersnack perfekt. Ja. Schmeckt okay. Hey Leute, ich bin's. Ich bin gerade auf Bali angekommen. Ich musste leider meinen Koffer vor dem Flug abgeben, deswegen habe ich jetzt leider kein Gepäck mehr. Jetzt erstmal schauen, was ich jetzt mache. Naja, ich gehe jetzt erstmal ins Hotel und leg mich ein bisschen hin. Macht's gut, bis morgen. Tschüss. Hey Leute, ich habe jetzt auch gerade erfahren, dass es gar nicht Bali heißt. Ich dachte so wie Bora Bora, aber tatsächlich heißt es Bali. Danke für die ganzen Kommentare. Lob Bobo hat geschrieben, welche Währung gibt es auf Bali? Bali. Gute Frage, ich dachte erst diese kleinen weißen Muscheln, deswegen bin ich zum Strand gegangen, um sie einzusammeln. Stellt sich raus, extrem giftig. Ich wollte dann zu einem Arzt gehen, weil ich nur noch bunte Farbstrudel gesehen habe. Aber ich habe nur einen gut sortierten Optiker gefunden, da habe ich mir dann diese Sonnenbrille gekauft. Jetzt sind die Farbstrudel wenigstens nicht mehr ganz so grell. Tipp! Immer mit Einheimischen sprechen, so lernt man die Kultur kennen. Ich habe einen Einheimischen getroffen, Dr. Dope heißt er, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Doktor ist. Der hat mir diese balinesische Medizin, dieses weiße Pulver geschenkt. Und im Gegenzug musste ich ihm dafür ein bisschen Geld schenken. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich heute schlafe. Ich schau mal, ob ich mir ein Haus oder ein Boot besorge. Macht's gut, bis morgen! Hey Leute! Ich habe jetzt die Nacht am Strand geschlafen, weil ich den Schlüssel zu meinem Hausboot verloren habe. Und was mir aufgefallen ist, in Bali sind die Polizisten immer sehr freundlich und winken einem zu. In Bali winkt man nämlich so. Und man muss dann auch immer zurückwinken. Und als kleine Tegiste habe ich den Polizisten auch was von meinem weißen Bali-Pulver abgegeben. Und als Dank haben sie mich hier in diese balinesische Kultstätte gebracht. Balinesisch zu lernen ist nämlich sehr leicht. Es ist so ein bisschen wie Deutsch, nur lauter und mit so ein bisschen... Ja, meine 3 Tage auf Bali sind wirklich wahnsinnig schnell vergangen. Was soll ich sagen? Ein Paradies. 4 von 5 Sonnen. Wo soll ich als nächstes hinfahren? Schreibt es mir in die Kommentare und... Hallo! Was wollt ihr mit der Waffe? Freunde, wie geht's euch? Super! Mein letztes Video, Bananenkuchen-Tutorial, hat jetzt nun mittlerweile 44 Klicks. Woohoo! Da habe ich mich sehr gefreut. Heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, und zwar das perfekte Single-Essen. Ich habe mich für Spargel entschieden. Mit Ben haben wir immer ungefähr 20 genommen. So, weil der Ben ja nicht da ist, nehmen wir mal die Hälfte. Die braucht keiner. So, jetzt müssen wir den Spargel nur noch schneiden. So, früher hat der Ben ja immer alles geschnitten, aber jetzt schneidet er lieber in Susannes Küche. Muss er selber wissen, in welchen Mund er seinen Spargel steckt. Und dann tut ihr einfach die Spargel einfach in den Topf rein. Müsst ihr euch vorstellen, dass da jetzt ein Topf ist. Das Messer ist zu klein, auch ein größeres Messer. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es einen großen Daumen nach oben und shared mit euren Freunden. Ich freue mich.
Tschüss. Gute Arbeit. Originals.